Hey, servus und herzlich willkommen bei Kölz Region. Wir haben hier den David Tricoli. Und du warst auch auf der Regional in Dreieich? Ja. Wie bist du gegangen? 6-2. Und welchen Platz hast du belegt am Ende? Ich bin 9. geworden. Okay. Und was hast du gespielt? Ich habe Infernoid Decatron Control gespielt. Und magst du uns mal dein Deck zeigen? Ja, gerne. Cool. Ich zeige euch mal als erstes die Monster, die mir hauptsächlich den Fies durchbringen. Das ist die Infernoid Final Karte. Meiner Meinung nach stärkster Support, das sie bekommen haben. Support. Decatron, selbstverständlich, also erklärt sich von alleine. Ganesha, einen guten Negierer, den das Deck bekommen hat, weil die Infernoids alle Feuer sind. Und du meistens halt die größeren auf der Hand lässt, ihn normalst. Deine Searcher-Zauberkarte aktivierst, die ich euch auch gleich zeige. Und sozusagen die Safe durchbekommst. Dann lässt ihn halt liegen für gegnerische Spiele, gegnerische Runde. Und der negiert dann halt auch noch, indem er ein anderes Feuermonster zerstört, auf der Hand oder auf dem Feld. Kommt zu den kleineren Infernoids, zwei Hammerdick, zwei Patrouille, zwei MST und zwei Aufschlagen, sage ich mal. Also poppt Monster, poppt Zauber- und Fallenkarten, mit denen kann man sehr gut bauen, da Vierer. Mit denen kann man mit Decatron bauen, weil du Decatrons Level sehr gut variieren kannst. Und machst Omega Plays oder halt manchmal einen Black Rose Dragon, um Feld zu clearen. Hat dir der Antra nie gefehlt? Der Antra hat mir ab und an gefehlt, wenn ich meine Kaijus gesidet habe, die ich euch auch gleich zeige im Side Deck. Gut, richtig gute Plays sind halt, du gibst dem Gegner einen Kaiju, Specialist Antra, bounce den Kaiju wieder auf die Hand und gibst ihm nochmal einen Kaiju. Oder halt je nachdem, was für Plays du machen willst, du kannst dann auch aufsparen für nächste Runde, falls er noch ein Boss-Monster rauskriegt. In dem Fall sind es halt so Karten wie Schläfer und Link-Monster, die du halt schwer wegklickst, wie Borlo Dragon und Trigate Magician oder wie der heißt, Trigetter Magician. Trigate Wizard. Ah, Trigate ja. Wizard, Entschuldigung. Dann gibt es noch die ganz großen, die zwei. Sehr wichtig. Der ist Heavy Storm, der ist Darkhold. Brauchen jeweils drei Infernoids zum Verband. Die zwei negieren Monster-Effekte, die zwei negieren Zauber und Fallen. Jeweils Aktivierung und Effekte, was richtig gut ist. Die spiele ich auf 4, da ich Feast spiele und mehrere Möglichkeiten Decatron zu recyceln, was ich euch auch gleich zeige. Meiner Meinung nach der schlechteste und der beste Infernoid. Der hier ist richtig gut, weil er banished ohne zu targeten und der Dekret-Effekt und den spielt man halt wegen der Falle. Zusätzlich der Dekret-Effekt. Dann Handtrap, Max C, bester Handtrap, muss man nicht viel dazu sagen. Kauzen, Schlossvogel, auch sehr gut gegen Spiral, auch sehr gut gegen Pendel. Eine richtig gute Karte in diesem Deck ist Gamma und deren Cousin, sag ich mal, deren verwirrter Cousin. Sehr gut ist zum Beispiel, weil wir kommen ja auch gleich zu den Zauberkarten, wenn du die Zauberkarte legst, Effekt aktivierst, eine Art Karte abschmeißen musst, falls eine Ash geflogen kommt oder sonst irgendwas, was die Zauberkarte schießen würde, ein Ogre, chainst du Gamma an und hast dann halt sozusagen nochmal zwei Monster auf dem Feld. Ein Omega. Kannst du, ja, sozusagen Omega. Falls die aber halt durchkommt, die Zauberkarte, hast du keinen Omega. Aber hast wenigstens die Fallenkarte halt dann auf der Hand und kannst dann im nächsten Zug Plays machen. Und den Gegner ein bisschen ärgern. Wie gesagt, dreimal die Zauberkarte, die mir die hier sucht. Und die Fallenkarte. Die hier ist halt, ich sage immer zu der gern Future Fusion of Crack. Weil wenn der Gegner ein extra Deckmonster hat und du keins, kannst du halt mit der fusionieren, holst Tierra und schmeißt 6 Infernoids aus dem Deck ab, auf dem Friedhof, was richtig gut ist in dem Deck. Ohne Random Mill, da habe ich mich dagegen entschieden. Die Lightstorms waren mir dann doch ein bisschen zu unkonstant, sage ich mal, weil die millen mir dann die leeren Zauber- und Fallenkarten, die ich brauche, und dann liegen die im Friedhof und sind tot. Ich habe mich dazu entschieden, die hier Main zu spielen. Wie fandest du die? Ich fand sie sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe mit denen ganz viele Felder geoutet.
Ja, Link-Monster sind davon unaffected, aber das Schwerste, was zurzeit wegzukriegen ist, ist Schläfer, weil immun gegen Zieldefekte, immun gegen Zerstörungseffekte, weil er meistens mit Last Resort ausgerüstet ist. Deshalb schmeißt die, boxen zu und dann klärst du das Feld. Oder manchmal auch halt Schutz gegen OTK. Wurde die jemals geasht von? Weil ich habe auch gegen Kollegen später wollten OTK drücken, hat eine Ash auf der Hand gehabt, habe ich halt leider verloren. Passiert manchmal. Dann die One-Ups. Soul Charge. Hol ich die Dekatrons aus dem Friedhof und die Ganeshas. Dekatrons-Effekt kommt durch. Das gleiche mit Rekindling. Für die musst du auch kein Life Points sein. Das ist eine richtig gute Karte. Wurde mal gespielt in Infernoid, wurde dann nicht mehr gespielt. Ich habe mich dazu entschieden, die mal nochmal zu testen. Kommt sehr, sehr gut. Tanky, um Ganesha zu suchen. Für ein bisschen Konstanz. One for One, denke ich, werde ich kicken. Kommt manchmal gut, aber ist eher schlecht gekommen. Weil wenn da eine Ash drauf liegt, hast du dann zwei Karten weniger und in dem Deck hast du sowieso immer ein bisschen Konstanzprobleme. Fallen, zwei Feast, weil ich sie searchen kann und auf drei fand ich dann nicht so toll. Dann hatte ich immer mal eine Feast auf der Hand und nicht zum Abschmeißen, also konnte ich dann nicht resolven. Tote Handkarte. Und evenly matched, habe ich mich dazu entschieden, die Main zu spielen. Sehr gut gekommen, weil in dem Deck, wie gesagt, du auch Probleme hast, manchmal Second zu gehen. Wenn der Gegner ein richtig starkes Feld baut, musst du das irgendwie aufnehmen. Deshalb Main. Side Deck. Kaiju Lineup. Plus Slumber. Feld clearen. Auch wenn es jetzt keinen Schläfer wegbekommt, kriegst du halt, falls du einen auf der Hand hast, schmeißt du den zuerst auf den Schläfer und clearst dann das Feld. Sonst trotzdem gut, um Felder zu klären. Würdest du nicht eher vielleicht zwei Dokurans spielen, da die Feuer sind und Ganesha? Das habe ich mir im Nachhinein überlegt, weil du mit Ganesha dann trotzdem annullieren kannst. Es war leider halt schon zu spät, als ich den Einfall gehabt habe. Da habe ich schon die Liste abgegeben, aber das ist wahrscheinlich das, was ich in Zukunft ändern werde. Cherry, auch eine richtig gute Go-Second-Karte gegen Spiral. Aber das ist sozusagen the deck to beat. Ja. Auch selbsterklärend, Regeki, Darkhold. Ich habe leider keinen Platz gefunden für den zweiten Twin Twister, deshalb habe ich einen gespielt. Aber ich denke mal jetzt mit Backrow Removal in dem Deck hat man jetzt nicht so ein großes Problem. Trotzdem ist es gut, die eine mal halt random reinzuschmeißen. Zwei Geisteszerstörung. Auch sehr gut gegen Spiral, weil die suchen viel und die funktioniert auf Super Agent. Er sagt Super Agent Effekt an, du aktivierst sie, schmeißt den Super Agent ab. Auch sehr gut gekommen, auch öfter gekommen. Zweimal antimagischer Duft gegen Pendulum und auch gegen Spiral. Ist zwar nicht so toll gegen Spiral, aber verhindert auf jeden Fall Plays. Und du überlebst ein bisschen länger. Kaiserlicher Befehl. Auch sehr gut, sehr, sehr gut gegen Spiral. Natürlich kann ein Agent geflogen kommen, aber wie gesagt, dafür spielt man halt auch andere, indem du das unterbieten kannst oder ich annulliere den Effekt mit dem Dekatron oder Ganesha. Damit der Agent nicht kommt. Extra Deck. Drei Tierer. Die meisten spielen einen. Ich spiele gern drei, weil ich gern variiere. Je nachdem, was auf dem gegnerischen Feld liegt, schmeiße ich entweder drei Ints, ältestes Wesen Ints ab, oder zwei weitere Infernoids, damit ich Infernoids zum Banishen habe, und einen Omega, damit ich eventuell Sachen vom Gegner wieder ins Deck mache, je nachdem, gegen was man spielt. Deshalb spiele ich gern 3 und 3, zum Variieren. Dann Standard Minerva, ab und zu muss man halt minen, weil dir bleibt nichts anderes übrig. Bakuska, richtig gute Karte für First. Wenn du First gehst und halt mal nicht dein Feast hast, baust du einen Bakuska. Der ist halt auch relativ schwer zu outen. Kann man outen, aber man muss halt schon relativ gut haben auf der Hand. Tornado Dragon, richtig gute Karte gegen Pendulum. Ich habe ihn gebaut und habe das Match gewonnen. Dann natürlich zwei Omegas zum Recyceln und Gegner Handkarten wegnehmen, um ein bisschen zu ärgern. Der ist richtig oft gekommen gestern. Ich habe zum Beispiel gegen Paleo gespielt, habe den gebracht,
hatten Infernoid zuerst auf dem Feld. Hab dann Black Rose Dragon beschworen, Effekt angesagt. Er macht einen Lost Wind drauf, ich tributiere ihn. Und Effekt geht durch und hab Feld geklebt. Also relativ gut gelaufen. Dann Cherry Targets, ein Helix, selbsterklärend. ABC, weil ich gedacht habe, es könnte sein, dass wieder ein paar mehr ABC spielen. Und ein Dante, da man ja halt auch ein bisschen was aufschnappt und so. Und man hat ja gesehen, dass BA wieder getoppt hat. Habe ich schon gedacht, falls ich doch auf NBA treffe, habe ich wenigstens einen Dante für die Cherries. Konntest du Cherry heute oder an dem Tag einmal auf Dante oder ABC Buster Dragon werfen? Ich habe ihn in der Tat auf ABC geworfen. Ah, cool. Dante nicht, ich bin nicht auf BA getroffen, aber ich habe gesehen, dass ein paar BA gespielt haben. Zwei oder drei oder vier habe ich gesehen. Das für ABC war halt gut, weil wenn du den ABC wegnimmst, machen sie wenig. So. Was denkst du über die Bandlist? Würdest du das Deck jetzt nochmal ändern auf Hinsicht der Bandlist? Ja, ich habe mir gedacht, ich versuche mal ein paar Karten, wie gesagt, one for one und so ein bisschen wegzulassen, weil wahrscheinlich jetzt auch immer noch viele Ashes rumrennen. Und wenn du halt nicht zum Negieren hast, ist es wirklich zwei Karten, die weg sind. Und in dem Deck ist das manchmal richtig hart. Je nachdem werde ich gucken, ob ich die Handtraps auf dem Count lasse, was ich denke. Eventuell vielleicht nehme ich Gamma raus, aber da bin ich mir unsicher. Okay, hast du noch letzte Worte? Ich grüße alle aus meinem Team, Public Enemies. Sunen, Amel, Martin, Tobi etc. etc. pp. Ich grüße natürlich besten Kameramann der Welt. Vielen Dank. Adriano. Grüße an alle, die mich kennen. Ich hab euch alle lieb. Peace out.